Ex-US-Präsident Donald Trump hat den Amerikanerinnen und Amerikanern empfohlen, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Die Impfungen seien sicher, großartig und unglaublich wirksam, sagte Trump dem Sender Fox News. Die Impfungen retten wirklich unser Land und retten ehrlich gesagt die Welt, sagte Trump in dem telefonischen Interview. Dabei lobte er sich selbst für seine Rolle, die er bei der Entwicklung des Impfstoffs gespielt habe. US-Medien hatten berichtet, dass der 74-Jährige, der im vergangenen Jahr selbst an Covid-19 erkrankt war, sich kurz vor dem Ende seiner Amtszeit im Januar noch impfen lassen hatte. Das hatte Trump nicht bestritten. In dem Interview sagte er außerdem, dass er noch nicht entschieden habe, ob er 2024 erneut für das Präsidentenamt kandidieren werde. Und dass er kein Fan von Meghan Markle sei. Yes.